das 25. Kapitel erneut aufschlagen und dort heute den dritten Abschnitt lesen. Dieses Kapitel, in dem es um die Ehe geht. Seite 68. Und hier der dritte Abschnitt. Allen Menschen, die in der Lage sind, zurechnungsfähig ihre Einwilligung zu geben, ist es erlaubt, zu heiraten. Doch ist es die Pflicht der Christen, die Ehe im Herrn zu schließen. Daher sollen diejenigen, die sich zur wahren Religion bekennen, nicht mit Ungläubigen oder Götzendienern die Ehe eingehen, noch sollen Gottesfürchtige oder unter fremdartigem Joch gehen, indem sie solche heiraten, die ein gottloses Leben führen oder an verdammenswerten Irrlehren festhalten. Zunächst hier ein Punkt der Freiheit. Allen Menschen, die in der Lage sind, zurechnungsfähig ihre Einwilligung zu geben, ist es erlaubt zu heiraten. Das ist durchaus in der Zeit nicht an allen Orten üblich. Es gab immer wieder Regelungen, die wir uns heute nicht mehr so gut vorstellen können, dass man eine Bewilligung gebraucht hat, sei es von seinem Lehnsherrn oder von seinem adligen Vorgesetzten oder dem Gutsherrn als Knecht oder Magd. Also durchaus ein sehr weites, freiheitliches Recht, das hier zugesprochen wird, aber eben auch an alle, die zurechnungsfähig ihre Einwilligung geben können. Das heißt, es richtet sich natürlich an Erwachsene und an solche, die auch geistig dazu in der Lage sind. Aber auch da, die Ehepartner müssen sich die Einwilligung geben, auch das klingt für uns vielleicht banal. Es ist nicht so, dass die Ehe von außen arrangiert und befohlen wird, sondern es geht darum, dass die Ehepartner sich das Ja-Wort geben und sich auch in die Ehe hineinbegeben und dies zurechnungsfähig einwilligen. Und dann wird hier gesagt, es ist die Pflicht der Christen, die Ehe im Herrn zu schließen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch wenn er vielleicht gar nicht so oft angesprochen wird, weil wir denken, vielleicht auch zu selbstverständlich ist. Aber wir finden das einmal in 1. Korinther 7, Vers 39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Das ist natürlich jetzt erstmal über eine Frau gesprochen, die verheiratet ist. Vielleicht noch in einer Situation in Korinth, in der sie noch mit einem Ungläubigen verheiratet ist und Paulus ermahnt dazu. Ja, das heißt nicht, dass man deshalb die Ehe auflöst, aber wenn der Ehepartner stirbt, so sagt er hier, dann ist sie frei, neu zu heiraten, aber im Herrn. Ja, das ist seine Einschränkung. Wenn ihr heiratet, tut das im Herrn. Das heißt, der Ehepartner sollte im gleichen Glauben stehen und eben nicht, es geht nicht nur darum, dass es eben irgendjemand ist. Und das wird hier noch weiter ausgeführt, wie wichtig das ist. Diejenigen, die sich zur wahren Religion bekennen, nicht mit Ungläubigen oder Götzen dienen. Und das ist eine große Ermahnung. Ja, es gibt leider immer wieder diese Fälle, dass jemand denkt, ach, bevor mich keiner heiratet, oder ach, da ist doch noch so ein netter junger Mann, der sich um mich bewirbt, oder umgekehrt eine nette junge Frau, die man gerne heiraten möchte, weil man irgendwie sonst keinen abbekommt. Aber hier ist diese große Warnung und es wäre fatal, sich in einen Bund mit jemandem, in so einen engen Bund mit jemandem hineinzubegeben, der nicht im Glauben steht. Und was hier in 1. Korinther 7 verhandelt wird, ist natürlich der Fall, dass jemand schon verheiratet ist und ein Ehepartner wird gläubig. Ist eine ganz andere Voraussetzung. Es geht natürlich hier jetzt erstmal bei uns hier drum, wenn man noch unverheiratet ist und überlegt, wen darf ich denn heiraten als Christ oder wie soll das zugehen? Und diese Warnung, die hier ausgesprochen wird, dass man eben nicht unter fremdartigem Joch gehen soll, indem sie solche heiraten, die ein gottloses Leben führen oder an verdammenswerten Irrlehren festhalten,
Das spielt an auf einen Vers im 2. Korintherbrief, wo es dann heißt in 2. Korinther Kapitel 6, geht, Vers 14, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis und welche Übereinstimmung Christus mit Belial oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Es geht hier sicher in 2. Korinther 6 nicht ausschließlich um die Ehe, aber es gibt wohl keinen Bund, keine Verbindung zwischen zwei Menschen auf dieser Welt, die so eng ist wie der Ehebund, wo die Mathematik an die Grenzen kommt, wo aus zwei eins gemacht wird und die zwei nicht mehr nur so individuell unabhängig sind, sondern eins, sagt die Bibel. Und das muss zusammenpassen. Und dann passt Ochs und Esel eben nicht unter ein Joch. Und das wird uns hier sehr deutlich mit auf den Weg gegeben, als Einschränkung und als dringende Warnung. Und das können wir nur bestätigen und unterstreichen. Seht euch um. Es sind noch einige unter uns, die noch hoffentlich auch in den Bund der Ehe mal eintreten dürfen, nach Jungen oder auch nicht Jungen, aber nach Männern, nach Frauen, die im Glauben dem Herrn in Treue folgen, im gleichen Glauben stehen. Und solche darf man dann aber auch freimütig heiraten und in den Bund der Ehe eintreten und ein Leben vor dem Herrn auch im Glauben gemeinsam führen. Als anderer Beleg wird hier noch genannt Nehemia 13. Wir hatten das im letzten Jahr ja auch in so unserer Gemeindefreizeit, wo es dann im Volk eben dazu gekommen war, dass dort sehr wildwüchsig Ehen oder auch vielleicht nur eheähnliche Verbindungen da waren mit Frauen aus heidnischen Völkern. Und Nehemia muss dort ganz traurig durchgreifen und hier diese Verbindungen auflösen. Aber es ist eben ein alttestamentlicher Beleg. So, ich hoffe.